Hallo, ich bin Olaf von Radio Globale. Heute aus dem Homeoffice möchte ich euch begrüßen mit einem Thema zum Arbeitsrecht. Die Industriegewerkschaft Bauen und Agrarumwelt hat sich mal in die Krankenhäusern bei ihren Reinigungskräften umgehört, die sie vertritt. Ich kann euch beruhigen vorab, es passt eigentlich alles so, wie es ist. Es muss nicht viel verbessert werden, doch aber auch einige Sachen haben da so ihre Schatten. Wenn man im Internet mal so schaut, gibt es viele Internetseiten, die sich mit Hygiene und Sauberkeit auseinandersetzen. Das gilt zugegebenermaßen für zu Hause, das gilt denn aber nicht in der Arbeitswelt. Viele Unternehmen in der Reinigungsbranche sind sehr vorbildlich, stellen ihren Beschäftigten das Material zur Verfügung, das was benötigt wird. Aber es gibt aber auch eine Schattenseite. Und die Schattenseite ist zu wenig Personal in der Gebäudereinigung in den Krankenhäusern. Zugegeben, die wenigen leisten alles, was sie können. Sie unterstützen die Pfleger, sie unterstützen die Ärzte und sorgen dafür, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Aber doch ist ein bisschen Problematik da drin, die Arbeitsbelastung und die Angst davor, sich selber anzustecken. Und das andere, was in dieser Umfrage da noch rauskam, ist das Problem mit den 450-Euro-Kräften. Für viele ist 450 Euro der Hauptjob, den sie ausüben. Und von diesen 450 Euro leben die Leute. Und kurzerhand, was hat ein Unternehmen in Bramsche gemacht, in der Schule? Obwohl die Schulen und die Gemeinde dort durchbezahlt, die haben die 450-Euro-Kräfte auf die Straße gesetzt und kassieren die Kohle. Es ist also noch ziemlich viel offen. In der heutigen Sendung eigentlich wollten wir was zum Klimawandel machen und was zu den Erntehelfern. Die Erntehelfer, zugegeben, die setzen gerade an den Grenzen fest. Spargel wird nicht gestochen, die Erdbeeren werden nicht geerntet und die Lobbyindustrie rudert ja so lange rum und versucht, Pandemievorschriften außer Kraft zu setzen, um die Leute einfach noch wieder herzubekommen zur Gewinnmaximierung. Und Leute, ich glaube, da passt was nicht. Und auch wenn das Klima jetzt ziemlich sauber wirkt und man draußen Luftzug richtig tief einatmen kann, es fällt ja sogar auf, wenn irgendwo ein Diesel vorbeifährt, man riecht diese Fahrzeuge plötzlich, was man vorher nicht hatte. Die Natur erholt sich. Aber lassen wir uns nicht täuschen.